Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Es gibt noch mindestens eine, wenn nicht mehr Quests hier in Gerudo-Stadt, die wir erfüllen können für die Bevölkerung oder auch müssen, damit wir den Donnerhelm kriegen. Gleichzeitig muss es noch irgendeine Quest geben, die uns zu einem Schrein führt. Deswegen bin ich eigentlich ursprünglich hergekommen. Aber gleichzeitig denke ich mir, wenn wir schon hier sind, schlagen wir quasi, ne, zwei Fliegen und so. Okay, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Und ich glaube ehrlich gesagt, ich war schon mal da oben, aber ich kletter jetzt nochmal hoch, weil warum nicht? Ja, hier waren wir schon. So, dann gehen wir jetzt mal systematisch die Stadt ab. So groß ist ja auch wieder nicht. Ups, Verzeihung. Moment. Okay, gut. Fangen wir mal hier an. Aber ich glaube, hier ist irgendwie nur gar nichts, oder? Hier ist so eine Bettlerin. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Bettlerin ist. Ah, der hübsche junge Boy. Sabota. Da du den ganzen weiten Weg hierher gekommen bist, würdest du ein Weilchen mit mir plaudern? Gute alte Zeiten. Aber die kennen wir ja schon. Mit der haben wir schon geredet. Ich kann mich erinnern. Ich hätte niemals gedacht, dass ich noch einmal so mit einem Voi plauder. Bleibst du ein wenig länger? Noch mehr gute alte Zeiten. Noch mehr gute alte Zeiten. Ich glaube, das geht einfach immer so weiter. Auf Wiedersehen. Na gut, ist hier sonst noch was? Ich meine, hier ist eine Göttinnenstatue oder so. Könnten wir auch gleich benutzen, aber muss nicht sein. Die vermieten hier Walrösser. Ist auch Gutes, aber brauchen wir nicht. Stimmt. Sandrobben. Die meine ich ja. Auf Wiedersehen. Hier ist auch niemand mehr drin. Nix mehr. Irgendwann. Hallo, kleines Mädchen. Sandy, Rob und Herr Robson. Ihr seid alle so süß. Hä? Hat da wer gerufen? Hat mich da wer gerufen oder nur so allgemein? Ah ja, das ist der Laden. Da waren wir durchaus schon. Da haben wir, glaube ich, wirklich schon alle gekauft, oder? Nicht, dass ich hier was vergessen habe, aber ich glaube nicht. Da oben habe ich jetzt ein super geheimes Passwort für irgendwas. Aber für was? Oh, da weint jemand. Was ist los? Ah, fremdes Avar. Also ich wollte hier ein Obstfeld anlegen. Ich habe Abfall weggeräumt, Unkraut gejätet, die Beete umgegraben. Ich habe mich ganz doll angestrengt, aber es wurde ganz viel Abfall angeschwemmt. So ist das Wasser nicht mehr zu gebrauchen und ein Feld kann ich so auch nicht mehr anlegen. Ja, wir haben eine neue Nebenaufgabe in Gerudo-Stadt. Obstfeld anlegen, aber jemand wirft sein... Ah, die Wassermelonenfrau. Na warte, Wassermelonenfrau. Jetzt reden wir mal ein ernstes Wörtchen. Ist eh gut, wenn dir dann der Appetit vergeht. Du kannst ja nicht dauernd Müll reinwerfen. Dann kann dieses Mädchen hier nämlich nicht ihren Obstgarten anlegen. Das ist eine Statue, guck mal. Wow, Schwert. Ob ich das nehmen kann? Das sieht aus wie ein echtes Schwert. Vielleicht kann man das nehmen. So. Ah ja, da hinten ihre Melonen sehe ich schon. Sie ist noch nicht geladen. Ja, genau, da ist sie. Fliegen wir gleich mal drüber. Böse, böse. Verschmutzt hier einfach das Wasser. Die denkt gar nicht drüber nach. Was soll das? Bei dem Anblick vergib mir der Appetit. Verzieh dich. Also es ist so, du schmeißt hier Müll weg und das Mädchen will was anbauen und das geht nicht. Wie Abfall. Eine kleine Wai ist ganz traurig deswegen. Was soll denn das? So plötzlich. Ich kann ja wohl hier machen, was ich will. Sieh mich nicht so an. Schon klar, ich verstehe ja. Aber dafür musst du mir einen Wunsch erfüllen. Ich würde so gern Wildbeeren essen. Und wenn es nur ein einziges Mal in meinem Leben ist... Oh, Verzeihung. Ich will eine Wildbeere.
Wenn du mir eine bringst, dann esse ich keine Melonen mehr. Ich verspreche es. Okay, bitte hier. Wildbeeren wachsen in den verschneiten Gebieten. Dort gibt es viele steile Hänge und man kann sie nur schwer pflücken. Deshalb sind sie schwierig zu bekommen. Nicht mal auf dem Markt gibt es welche. Ach ja, die Dinger sind recht klein, also wäre eine einzelne allesfalls für den hohlen Zahn. Mal überlegen. 10 Stück sollten es schon sein. Habe ich 10 Stück? Ich hoffe, ich habe 30. Yeah. Ich hätte nicht gedacht, dass ein paar Essensreste solchen Schaden anrichten würden. Aber so leid mir die Kleine auch tut, ich kann die Melonen nicht aufgeben, wenn du mir nicht 10 Wildbeeren bringst. Hier hast du 10 Wildbeeren. Was? Wirklich? Hier. Zack. So süß. Das sind also Wildbeeren? Die schmecken gut und machen beim Essen kaum Abfall. Die perfekte Frucht. Wenn ich die habe, kann ich auf alles andere verzichten. Das mit der Kleinen tut mir wirklich leid. Ich habe jetzt erst gemerkt, wie ich mit meinem Egoismus alles zerstört habe. Ich werde hingehen und den Abfall wegräumen. Du hast mir wirklich die Augen geöffnet, sag, sag. Ich schätze, das ist eine Verabschiedung oder so. Okay. Die Umweltsünderin haben wir beseitigt. Dann gehen wir jetzt mal zu der kleinen Woi. Oder wie auch immer. Und schauen mal, ob da jetzt schon wieder alles gut ist. Ob es der gut geht. Ob die jetzt anpflanzen kann hier. Hey! Hör zu! Eine nette Wei hat mir geholfen, hier den ganzen Abfall wegzuräumen. Jetzt fließt das Wasser wieder wie vorher. Du hättest ihr von dem Abfall hier erzählt, oder? Sark, sark. Und noch was. Die Wei hat mir Frostmelonen geschenkt. Hier, ich gebe dir auch was davon ab, weil du mir so nett geholfen hast. Danke, das wäre nicht nötig gewesen. Nee, es wäre wirklich nicht nötig gewesen. Ach ja, von der Wei, die hier aufgeräumt hat, habe ich sogar noch Wildbeeren bekommen. Ich habe die gleich auf dem Feld angepflanzt. Jetzt habe ich meine eigenen Wildbeerfelder-Dinger hier. Du kannst gern jederzeit welche davon essen, wenn du willst. Ich sehe hier aber keine. Ich glaube, du lügst. So, war das jetzt die letzte Quest, die Quest? Oder gibt es noch was zu tun? Du zum Beispiel. Was gibt's denn? Ich wollte halt mich ja gerne, aber ich erinnere mich nicht daran, Bekannte unter den Hylianern zu haben. Da ich mein Leben lang im Palast gedient habe, habe ich die Stadt nie verlassen, weißt du? Und jetzt, da Bühler erwachsen ist und ich dachte, ich kann mich etwas zurücklehnen. Meint zuerst der Titan, er müsste hier herumwüten und dann bringen auch noch Banditen in die Stadt ein. Wie dem auch sei, ich befinde mich im Ruhestand, also geh mir nicht auf die Nerven. Okay. Hey, guck mal, da sitzt sie jetzt mit ihren Melonen. Ich bin dir wirklich dankbar. Als ich diesen ganzen Abfall gesehen habe und die weinende kleine Wei daneben, hat es bei mir einfach Klick gemacht. Ich werde nie wieder in meinem Leben einen so großen Müll, so viel Müll in die Landschaft werfen. Was mit dem Müll hier? Ich habe keine Lust, für jede einzelne meiner zu einem Abfalleimer zu laufen. Ich werde später alles auf einmal wegräumen. Was guckst du mich so an? Ich habe meine Lektion gelernt. Ich schmeiß das alles später in die Tonne, versprochen. Na gut. Wenn sie das sagt. So. Bei euch kann man auch Sandrobben mieten, nehme ich an. Gerudo-Beste, Sandrute, aber nicht jetzt. Danke. So, hier bin ich jetzt wieder hier, bei denen. Aber bei denen habe ich jetzt auch alles erledigt, glaube ich. Oder? Ich rede nochmal mit der Königin. Vielleicht kriegen wir jetzt schon die lustige Mütze. Aber wahrscheinlich noch nicht, weil sonst, oder? Sonst hätten wir wohl auch schon eine Schreinquest oder so. Ah, sie hat tatsächlich eine Quest für uns. Mir ist nicht verborgen geblieben, was du für die Mitglieder meines Stammes getan hast. Als Königin danke ich dir. Sark, sark.
Hiermit bist du eine Ehrengerudo und als solche vertraue ich dir mit Freuden unser heiliges Erbe an. Yeah, Donnerhelm, heiliges Erbe des Gerudo-Stammes. Der Helm leitet selbst die größten Stromschläge von seinem Träger ab. Nur die Königin der Gerudo kann seine Kraft nutzen. Ach so, ich nicht, oder wie? Du bist es, der den Donnerhelm tragen sollte. Keiner ist Urburas Kraft so würdig wie du. Gut, das hätten wir. Aber das ist leider immer noch nicht das, was wir eigentlich wollten. Eigentlich will ich irgendwie... Irgendwie fehlt noch was. Irgendwas muss hier noch... Irgendwas gibt's hier noch. Ist das die königliche Sandrobbe? Ferry-Sand? Und wer bist du dann? Bist du hier zu Besuch? Die ehrwürdige Sandrobbe unserer verehrten Königin. Patricia ist eine ganz besondere Sandrobbe, die auch die Moral... Okay. Ja, es ist jetzt irgendwie... Ich dachte echt jetzt irgendwie hier, dass noch irgendwie so eine Quest oder so. Aber nö, leider keine Quest und so. Verdammt. Ich will erstens wissen, wo dieser Geheimclub ist, dem ich jetzt das Passwort geben kann. Weil ich habe jetzt ein Passwort. Und zweitens will ich wissen... Vielleicht muss ich nachts irgendwo hingehen wegen diesem Geheimclub. Und zweitens will ich wissen, hey, Goron-Händler, hallo. Zweitens will ich, was will ich denn zweitens wissen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich will zweitens irgendwas wissen. Hi. Willkommen. Hallo. Hey. Hast du gehört, was man sich über Aroa erzählt? Mit ihren speziellen Sandpapiermassagen kann sie Körper und Seele erfrischen. Man fühlt sich wie neu geboren. Dass ich hier aber so lange warten muss, hat mir keiner erzählt. So langsam bin ich genervt. Und du, wartest du auch darauf, dass du endlich dran bist? Das wäre toll. Du lügst doch. UV-Strahlen und trockene Wüstenluft machen auch vor deiner Haut keinen Halt. Bis sie ganz rissig ist. Aroas Therapie erfrischt Körper und Geist gleichermaßen. So sagt man zumindest. Ach, ich darf mich nicht so aufregen, sonst bekomme ich noch Falten. Also, mach mich nicht wütend. Na gut. Ich wollte ja eigentlich nur... Ich will ja gar nichts. Ich wollte ja eigentlich nur rausfinden, ob hier noch irgendwer eine Quest hat. Ob es noch irgendwo was zu tun gibt. Irgendwo muss es hier noch was geben. Es muss hier irgendwo einen Geheimclub geben. Ich will Mitglied im Geheimclub werden. Wo ist denn der Geheimclub? Ich hab das Passwort. Ich weiß nur nicht, wohin mit dem Passwort. Was bringt mir das Passwort, wenn ich niemanden habe, den ich das Passwort geben kann? Muss ich dir das Passwort geben vielleicht? Bist du eine Hylianerin? Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin ziemlich sicher, dass es noch nicht für unseren Laden reicht. Wir verwenden ein ganz besonderes Eis. Am besten kommst du wieder, wenn du den Unterschied zu schätzen weißt. Was empfiehlst du? Unsere Spezialität ist der Cocktail Vai Vilvoi. Die meisten Vai kommen deswegen hierher. Er ist süß und ganz leicht salzig. Genau wie die Liebe. Aber du bist noch etwas zu jung. Was für ein besonderes Eis benutzt ihr? Wir beziehen das Eis. Ich glaube, das haben wir schon gemacht mit dem königlichen Eiskeller. Das war eine Quest. Auf Wiedersehen. Und du, Pocky? Sie will diesen Drink, um den es hier geht gerade. Ja, ja, ich will doch nur, lass mich aus dem Dialog raus. Und du, kann ich mit dir reden? Wegen der Titanen konnte ich den Wüstenbasar ewig lang nicht verlassen. Und jetzt bin ich ganz ausgedörrt. Findest du das etwa zum Lachen? Eigentlich nicht. Die da? Boy, wer braucht die schon? Ah, guck mal, da ist ein Rezept. Salz, Pilze, Butter, Reis. Ich glaube, ich mache ein Foto. Wartet mal. Ich fotografiere die Rezepte immer ganz gerne.
damit ich die habe. Okay. Cool. Dann bin ich immer noch nicht schlauer als vorher. Ich weiß wirklich nicht, wo wir uns noch umschauen sollen. Ihr habt doch jetzt alles versucht. Mit denen hier könnte ich noch reden. Habt ihr noch was zu sagen? Echt? Hört ihr das an? Hm, was denn? Sag mal, um den Titan ist es ziemlich still geworden, oder? Jetzt, wo du es sagst, in letzter Zeit gab es keine Erdbeben mehr. Ich frage mich, wo es jetzt damit zu... ob es etwas damit zu tun hat, dass wir unser heiliges Erbe zurückbekommen haben. Ich weiß nicht, was du willst. Halt die Klappe. Welches heilige Erbe? Warum darf ich nicht in euren Geheimclub? Wo ist euer Geheimclub überhaupt? Ich will in euren Geheimclub. Vielleicht ist er nicht hier in der Stadt. Vielleicht ist er außerhalb der Stadt. Ich traue dem Frieden aber nicht, bla bla bla. Okay, das ist jetzt... Okay, wir warten jetzt bis nachts. Und schauen uns nachts nochmal um, ob es nachts hier irgendwas anderes gibt. Ich gehe jetzt hier in den Croissant-Laden. Und jetzt schlafen wir hier bis abends. Ja, ja. Ich nehme das Hautpflegeprogramm. Und zwar bis abends. Ah, du bist viel muskulöser, als ich erwartet hätte. Fast wie ein Boy. Fast. Scheint fast so. Yeah. Gut geschlafen, ja? Möchtest du noch etwas Zeit und eine Reise? Nachts ist es gefährlich. Deswegen gehe ich jetzt raus. Weil es jetzt hier so gefährlich ist. Die Läden haben immer noch offen. Die Leute stehen hier immer noch rum. Vom ersten Blick hat sich hier nichts verändert. Aber jetzt schauen wir uns mal hier nochmal ganz genau um. Ganz genau. Nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Ihr da zum Beispiel. Was macht ihr hier? In der Wildnis bekommt man... Wenn man an die Klippe hängt, ist ein kleiner Happen, der einem neue Ausdauer gibt. Ein Festmahl. Wirklich interessant, das muss ich mir merken. Wow, das war jetzt echt die Info überhaupt. Wusstest du, dass Freus hat gut zusammengestellte Gerichte lieber alle möglichen Reste in einen Topf werfen? Ach so, statt. Ich muss dringend üben, um eine dubiose Matsche... Dubiose Matsche? Wenn man beim Kochen Insekten- oder Monstermaterialien verwendet, erhält man wohl diese dubiose Matsche. Ich frage mich, was Voy an so etwas Ekligem wohl gut finden. Und was sagst du? Oh, möchtest du einen Kochkurs nehmen? Ich bin sicher, selbst erfahrene Reisende haben noch was zu lernen. Das Rezept für die Herzcremesuppe fällt mir nicht ein. Herzchensuppe? Oder Herzchensuppe, ja. Wenn eine Gerudo Herzchensuppe kochen kann, dann wird sie da draußen niemals Hunger leiden, so sagt man. Man braucht Milch, Zitterfrucht, Frostmelone und zwei Stück von einem herzförmigen Gemüse. Milch, Zitter und Frost. Milch, Zitter, Frost. Was ist denn ein herzförmiges Gemüse? Das da? Moment, was hat sie gesagt, brauche ich mit Zitter? Ich weiß es nicht mehr. Ah, eine Maxi-Rübe ist ein herzförmiges Gemüse. Aber ich habe alles andere vergessen. Frostmelone? Ich muss nochmal mit ihr reden. Ah, jetzt hat sie es gesagt und ich habe es übersprungen. Also nochmal bitte. Milch, Milch, Zitterfrucht, Frostmelone. Milch, Zitterfrust, Fruchtmelone. Habe ich eine Zitterfrucht? Ah, das ist eine Zitterfrucht. Habe ich Milch? Ich glaube nicht. Nee, wo hätte ich denn Milch auch her? Ich habe keine Milch. Ich habe Eier, ich habe Butter, aber keine Milch. Kann man bei dir Milch kaufen? Nö. Naja, dann kochen wir das jetzt nicht. Eigentlich hätte ich eh viel lieber
wenn ich mir aussuchen kann. Ah, guck mal, hier haben wir noch ein Rezept. Auch das wird fotografiert und gespeichert. Irgendwann koche ich die alle mal so zum Spaß. Vielleicht, wer weiß. Aber jetzt gehen wir mal. Eigentlich suche ich ja nach Quests, nach Änderungen in der Nacht, nach etwas, das nachts anders ist als tagsüber. Ihr habt wahrscheinlich nachts auch keine neuen Dialoge, Quests oder so. Nö. Ich gehe mal in die Kneipe jetzt nachts. Vielleicht ist da was zu holen, zu tun, zu sehen, zu hören. Wer weiß. Aber irgendwie sitzen da immer die gleichen Gestalten Tag und Nacht. Der Frostbeergarten ist auch noch nicht so richtig bewachsen. Hey, warte mal, ihr seid neu. Ihr seid normalerweise nicht hier drin. Oh, eine hylianische Weih. Savza. Puh. Das ist wirklich das Einzige, was mich so richtig wach macht. Ach, das will ich doch gar nicht. Ich habe mich nur verdrückt. Mit dir will niemand reden. Lass mich jetzt aus dem Dialog raus. Mit dir wollte ich reden. Du liebe Güte, du. Du siehst so aus, als wärst du alt genug, um trinken zu dürfen. Wie alt bist du denn? Ich bin über 100. Haha, it's funny, cause it's true. Du bist mir ja mal eine lustige Weih. Lass uns allen zusammen trinken, wenn du älter bist. Dann gebe ich dir einen aus. Ah, was machst denn du hier? Genau das Richtige. Alle Drinks hier verwenden das Eis vom Eiskeller in der Nähe. Dem haben wir es zu verdanken, dass wir mitten in der Wüste eiskalte Drinks kriegen. Der Eiskeller? Da waren wir doch schon. Kann sich gar nicht mehr dran erinnern. Wo ist das denn? Halt dich, bla bla bla. Ich war schon im Eiskeller, danke. Ich weiß Bescheid. Naja, irgendwie ist hier nix. Hier schläft jemand. Okay. Die sitzt hier immer noch mit ihren Melonen. Okay. Schauen wir mal hier noch rein. Ist hier irgendwas? Ach so, das ist das Hotel. Okay. Ich weiß nicht recht. Ich habe fast das Gefühl, hier gibt es nichts mehr zu tun. Wenn, treffen wir vielleicht draußen in der Wüste noch die Person, die wir suchen, oder? Hab ich gerade das Gefühl. Ich glaube, ich habe so ein Gefühl, als sollten wir uns jetzt einfach eine Sandrobbe satteln und raus in die Wüste galoppieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine gute Idee ist, ob das wirklich hilft, aber es wäre schon cool. Heißt es jetzt, ich kann den Helm bei Gewitter einfach aufsetzen und weiter Metallsachen benutzen? Das wäre mal cool. Oh, guck mal, die hat was. Ah, oh. Mit der Wache reden, da bin ich echt nicht drauf gekommen. Ich könnte den Titan von hier nicht sehen, aber mir wurde gesagt, dass er jetzt weit weg ist. Keine Ahnung. Aber ohne den Titan drohen jetzt Monster und Sandstürme. Die Alten wussten schon, warum sie ihre Schätze dort draußen versteckt haben. Sie zu suchen ist einfach zu gefährlich. Und wahrscheinlich ist das mit den Schätzen auch nur so eine Legende. Welche Schätze denn? Viel mehr weiß ich auch nicht. In der Gerudo-Wüste gibt es Statuen, die vielleicht zu den alten Ruinen gehören. Oh. Angeblich weiß die Statue den Weg zu einem verborgenen Schatz, aber das ist Aberglaube. Und selbst wenn es so wäre, so ein Sandsturm wimmelt es nur so von Monstern. Ich würde das Risiko nicht eingehen. Aber ich vielleicht. Ich schätze mal, ich muss einfach nur dahin, wo sie mit dem Schwert zeigt. Wisst ihr was? Mieten wir uns schnell eine Sandrobbe und versuchen es mal. Wir sind schon wieder gut in der Zeit, sehr gut sogar, aber das machen wir jetzt noch schnell. Ich leih mir noch eine Sandrobbe aus und dann folgen wir mal dem Pfad der Statue. Ich hoffe, wir haben recht mit der Vermutung. Oh, oh, es ist kalt, wie sonst noch was. Ich glaube, ich ziehe mir mal was Warmes an. Wie wäre es mit einfach nur so einer Feder? Und schon ist uns nicht mehr kalt. Okay, da lang sollen wir. Gut, halten wir uns da so in die Richtung und los geht's. Gas geben, Super Sandrobby. Okay, da hinten ist wirklich sehr viel Sandsturm. Aber ich bleib mal in die Richtung unterwegs.
Okay. Sind wir echt richtig hier? Ich weiß nicht recht. Sollen wir hier durch? Es war schon ungefähr die Richtung, oder? Vielleicht mal zu der Ruine hier. Keine Ahnung. Ah, warte mal. Ah, okay, warte. Wo zeigt die hin? Ungefähr da so. Die Richtung. Sandrobbe? Ich würde dich gern wieder satteln. Nein? Irgendwie ist sie kaputt. Hm, das ist aber schade. Aber die zeigt wirklich hier so in die Richtung. Gehst du wieder? Ja, die geht wieder. Warte, 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 warte. Wo willst du denn hin? Bist du bescheuert? Ich kann ihn nicht mehr lenken. Irgendwas stimmt mit der nicht. Okay, ich glaube, jetzt funktioniert sie wieder. Also, wir müssen... Ah, die hat echt eine ganz schlechte Kurvenlage. So, wir müssen hier so ungefähr in die Richtung. Guck mal, da ist ein Monsterlager im Schneesturm. Im Sandsturm irgendwo, im Auge des Sturms. Aber ich schätze mal, wir müssen da lang ungefähr. Ich hoffe, das haut hin mit den Schwertern. Ich hoffe, die zeigen mir wirklich den Weg und ich hoffe, ich fahre jetzt richtig. Irgendwie fahre ich hier ins Nix, oder? Ah, warte mal. Da ist, glaube ich, wieder... Ist das eine Statue? Ich glaube schon. Ich glaube, wir sind gar nicht so falsch. Aber die zeigt jetzt ganz woanders hin. Oh, Sandrobbe, was ist los? Die zeigt jetzt hier so in die... In die. Eher so hier, in die Richtung. Okay, halten wir uns mal ungefähr so in die Richtung. Los geht's. Schauen wir mal, ob uns das irgendwo hinführt. Okay, da sind Gebäude. Da sollten wir dran vorbei. Nicht dagegen knallen. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Riesige Knochen. Ah, da ist eine Statue. Tatsächlich. Und die zeigt jetzt hier so, in die Richtung. Dahin vielleicht? Ich sag bloß, da ist ein Schrein. Guck, da ist einfach ein Schrein. Einfach so. Mitten in der Wüste. Crazy, oder? Jetzt haben wir hier einfach einen Schrein entdeckt. War nicht mal versteckt oder so. Na gut, cool. Dann Leute, würde ich sagen, den schauen wir uns beim nächsten Mal an. Danke fürs Zusehen und bis.